Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Manga-Update für den September und ich wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Ich habe in diesem Monat von Carlsen, Egmont und Kase jeweils nur einen Manga gekauft, darum fange ich mit den drei Reihen an, beziehungsweise mit den drei Verlagen und ich fange mit Egmont jetzt als erstes an. Und da habe ich als einziges diesen Monat Waiting for Spring Band 5 von Anna Sheen gekauft. Das war wieder ein super toller Band, ich liebe diese Geschichte und es geht voran. Also es geht voran in Sachen Gefühle zeigen, in Sachen Gefühle eingestehen. Und ich finde diesen Band einfach super, super süß. Ich mag die Story an sich super gerne, die Charaktere, den Zeichenstil. Das ist einfach so ein niedlicher Manga. Und ich finde es toll, dass wir jetzt auch was die Gefühle angeht, hier vorankommen. Ja, und ich freue mich schon auf den nächsten Band. Dann das einzige Exemplar, was ich von Carlsen gekauft habe, ist Kitchen Princess von Natsumi Ando und Miyuki Kobayashi. Das ist der 10. und somit auch letzte Band. Und der war zuckersüß. Ja, nicht nur wegen den Süßspeisen, die darin gemacht werden, sondern einfach auch so. Der war einfach niedlich, der war toll und sehr emotional auch. Und ich fand, das war ein ganz, ganz toller Abschlussband mit einer super tollen Extra-Story am Ende noch. Die fand ich auch super süß, die Extra-Story. Und ja, einfach ein toller Band. Ich finde es schade, dass die Reihe jetzt zu Ende ist. Ich mag Natsumi Andos Zeichenstil sehr gerne. Ich mag ihre Geschichten sehr gerne. Und auch diese Geschichte ist einfach so zuckersüß. Und ja, ich muss unbedingt mal diese Rezepte ausprobieren, die da hinten alle immer drin sind, weil die hören sich immer alle so lecker an. Und ich glaube, die sind auch alle gar nicht so kompliziert. Ich habe mir das noch nicht so genau durchgelesen. Aber zum Beispiel hier ist drin Salz, Karamell, Paella, alkoholfreier Cocktail, Creme Brûlée und schwarzer Sesampudding. Und hier sind, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Cocktailrezepte auch drin, natürlich alle alkoholfrei. Und sowas muss ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich finde, die haben hier echt manchmal richtig leckere Sachen drin. Auch so dieses Salzkaramell würde mich sehr interessieren. Und das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Mir ist gerade was eingefallen, wie wär's? Ich weiß nicht, ob ihr es gut finden würdet, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr es finden würdet, wenn wir zusammen sozusagen, also mit der Kamera, ein paar Gerichte aus Kitchen Princess ausprobieren oder aus anderen Mangas. Schreibt mir gerne in die Kommentare aus, was für Mangas ihr irgendwelche Gerichte mal ausprobieren könntet. Dann könnten wir vielleicht so ein Manga-Kochen mal machen, als Video-Idee vielleicht, ich weiß nicht. Das würde dann allerdings erst so zum Anfang November klappen, weil wir bekommen jetzt Ende Oktober bekommen wir eine neue Küche. Und wir müssen bei uns in der Küche vorher noch Tapeten abreißen, die alte Küche abbauen, tapezieren, streichen und alles. Deswegen würde vielleicht sowas für Anfang nächsten Monat eine Idee sein. Also falls ihr sowas sehen möchtet, so irgendwie Manga-Rezepte nachkochen, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, ist vielleicht ganz interessant und lustig und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann der einzige Band von Kase, Magi, The Labyrinth of Magic, Band 29 von Shinobu Otaka. Ja, ich war ja am Anfang von der Reihe so, weiß nicht. Dann war ich, ja, wurde besser. Und jetzt bin ich so langsam wieder so, die Reihe wird so langsam so endlos. Also ich finde, sie könnte so langsam echt mal zum Punkt kommen. Ich habe das Gefühl, es wird einfach immer noch mehr reingeschrieben. Also man könnte die Geschichte doch auch so langsam mal zum Ende kommen lassen, finde ich. Und ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass das auch so eine Endlos-Reihe werden könnte. Ich weiß gar nicht, ob es in Japan ist es noch nicht abgeschlossen. Ich müsste das mal nachschauen. Aber ich weiß nicht, momentan bin ich wieder so ein bisschen so eher auf dem absteigenden Ast bei der Reihe. Mal schauen, dieser Band hat mich nicht so umgehauen. Und dann kommen wir auch schon zu Tokyo Pop. Da habe ich als erstes, ja, jetzt ist es der Abschlussband. Ich dachte, es ist ja schon bei Band 3. Liebe Küsse Körper, Kutsui Shiba, Band 4. Allerdings muss ich jetzt so sagen, der dritte war auch sozusagen wie so ein Abschlussband. Also, ja, auf jeden Fall gibt es noch einen vierten Band. Der hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, finde ich. Ich finde, nach dem dritten Band war das ein gutes Ende. Das hier ist jetzt einfach so ein paar Jahre später. Keine Ahnung, so, das hätte nicht unbedingt sein müssen. So, er ist jetzt auf dem College, sie geht noch zur Schule und ja, ist jetzt halt so ein bisschen so die Angst davor, dass die Beziehung das nicht aushält und ja, ich weiß nicht, den hätte man sich jetzt sparen können, den fand ich jetzt nicht so super interessant, den Band. Für mich war das so mit den 3 Bänden ein perfekter Abschluss, aber gut, ist halt noch ein 4. rausgekommen. War ganz nett, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Dann habe ich als nächstes eine neue Reihe angefangen, Lion and Bride, Band 1 von Mika Sakurano. Da ist es so, unsere Protagonistin ist in ihren Lehrer verliebt, sie ist ganz alleine, hat keine Familie mehr, dann stirbt auch noch ihre Großmutter, bei der sie bisher wohnte. Und ja, dann heiratet sie schon direkt am Anfang dieses Mangas ihren Lehrer und da sind einige Sachen, die sie nicht erwartet hätte. Natürlich muss diese Beziehung auch geheim gehalten werden, aber plötzlich ist alles anders, als sie sich das auch vorgestellt hatte, wenn sie ihn heiratet. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich will da jetzt nicht zu viel vorab verraten.
Aber es ist sehr, sehr interessant. Der Zeichenstil gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, das wird eine lustige Geschichte vor allen Dingen. Auch eine lustig, interessante Geschichte. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall was. Also der erste Band ist schon mal sehr, sehr gut gewesen, finde ich. Dann habe ich hier als nächstes Miracles of Love. Nimm dein Schicksal in die Hand. Das ist der vierte Band von Io Sakisaka. Und ja, ja, hier geht es, was die Gefühle angeht, echt ein Stück voran. Also hier passiert wirklich viel in Bezug auf die Gefühle von allen Seiten her, also von allen vier Protagonisten. Und das ist super interessant, super gemacht, super spannend, super süß, super mitfühlend, mitreißend. Und vor allen Dingen zum Ende hin ist eine Szene gewesen, wo ich gedacht habe, oh ja, sie hatten, da ist ein schöner Traum und der Traum ist aber gar nicht von der Person, von der ich es gedacht habe, dass der ist. Und ich war dann so, was? Wirklich so, oh wow, das ist gut. Und ja, das ist ein ganz, ganz toller Band gewesen und ich kann es euch nur empfehlen, die Reihe ist super. Dann habe ich hier als nächstes Dein Verlangen gehört mir von Ai Hibiki, das ist der siebte Band mittlerweile. Und die Reihe, ich bin am überlegen, ob ich die abbreche, weil das einfach, es dreht sich nur um Sex. Also ich meine, das ist, das, ich weiß nicht, es soll, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach wirklich so, die Geschichte, so sie ist einfach eine total, keine Ahnung, so ein total perverses Mädel irgendwie und kann sich auch nicht zurückhalten und keine Ahnung, ich mag solche Charaktere nicht, die einfach kein bisschen Selbstbeherrschung haben und so nichts schaffen und so alleine so und keine Ahnung. Mir gefällt sie nicht, mir gefallen die beiden Jungs nicht, die da jetzt sich im Konkurrenzkampf gegenüberstehen sozusagen und irgendwie, weiß nicht, ist so eine flache Story so. Dann ein Band, auf den ich mich mega gefreut habe. Miyako auf den Schwingen der Zeit, Band 10 von Kyoko Kumagai. Das ist der Abschlussband. Und der war so toll. Der war so, so süß, so mitreißend, so herzzerreißend nicht, aber so mitreißend, so lustig, so niedlich. Ach, einfach ein absolut toller Abschlussband mit einem absolut tollen Ende. Und ah, das ist so richtig, richtig toll gewesen. Ich habe mich richtig gefreut, als ich den gelesen habe. Ich habe das Grinsen gar nicht mehr aus den Backen gekriegt. Und kann ich euch nur ans Herz legen, das ist so eine tolle Reihe mit so einem tollen Abschlussband. Und ja, ich bin sehr traurig, dass es jetzt zu Ende geht. Aber ich glaube, im November kommt eine Side-Story davon noch raus. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und der letzte Manga, den ich diesen Monat gekauft habe, ist Haus der Sonne von Tamo. Das ist der siebte Band. Der war auch wieder sehr zuckersüß. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen vorankommen mit den Gefühlen. Also ich denke schon, dass es leicht vorangeht. Ich glaube, dass unsere Protagonisten sich da so ein bisschen ihrer Gefühle, also sie ja sowieso, aber er sich auch so ein bisschen mehr so klar wird, was er fühlt und so ein bisschen so mehr eifersüchtig wird schneller. Und ich glaube, dass am nächsten Band dann vielleicht was Größeres passieren kann. Also ich weiß nicht, dieser Band lässt darauf hoffen, dass vielleicht ein großer Knall nächsten Band passiert. Auf jeden Fall war das ein ganz, ganz toller Band. Ich liebe den Zeichenstil und ich kann es euch nur ans Herz legen. Das ist wirklich eine super tolle Geschichte. Ja, und das war es auch schon mit meinem Manga-Update für den September. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!